Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Ender Games und heute mal wieder natürlich auf den gomad.net Server, wurden anders auch. Und ich schreibe erstmal wieder schön in den Chat, dass ich aufnehme. Nehme auf. Tötet. Mich gerne und verfolgt mich auch gerne. Das mag ich voll. Okay, ja, dann habe ich jetzt erstmal Ansage gemacht und natürlich nehme ich auch mein Lieblingskit und zwar den Redstoner. Das ist ja das effektivste Kit hier bei Ender Games überhaupt. Und ja, warte mal, noch, natürlich muss ich hier nochmal Ansage in den Chat machen. Ich liebe es, verfolgt zu werden. Ach, warte mal, ich habe meine Tastatur wieder hier hinter meinem, so auf der zweiten Ebene, hier hin erstmal. Also ich liebe es, verfolgt zu werden. Jetzt freuen die Leute sich natürlich erstmal. Und hoffentlich können wir natürlich so Fallen machen. Also eigentlich hasse ich Ender Games an sich natürlich auch. Das ist nämlich eigentlich voll langweilig. Aber so Fallen zu bauen als Redstoner, also mit dem Kit Redstoner, ist natürlich hammergeil. Und deshalb machen wir das jetzt erstmal. Ich mag es bei Ender Games mit Redstoner zu spielen. So. Die Reaktion ist natürlich auch immer klasse. Okay, und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Ich denke mal, ich habe jetzt auch gar nicht so richtig Bock zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Aber es muss ja morgen Video kommen, deshalb nehme ich hier auf, weil eigentlich ist das ja eigentlich generell mit YouTube voll scheiße. Also ich habe ja voll keinen Bock da drauf. Aber okay. So, wir haben jetzt erstmal hier unsere mega geilen Sachen. Deshalb würde ich sagen, machen wir erstmal eine Falle hier. So, das ist die Falle Deluxe. Also die Falle Deluxe funktioniert folgendermaßen. Man hat hier... So. Also, man hat hier... Oder man betrachte diese schöne Falle. Und jetzt... Wenn ein Spieler drüber läuft, dann passiert gar nichts. Deshalb ist das die beste Falle, die es überhaupt gibt. Ich muss noch ein bisschen Sand abbauen. So, damit das natürlich auch nicht so auffällig ist. Ich meine, es soll ja auch ein ziemlicher Es soll ja eine ziemliche Überraschung für die ganzen Gegner sein. Deshalb können wir die natürlich nicht so einfach entkommen lassen. So. Okay. So, also wenn die Leute jetzt drüber laufen, dann werden die auf jeden Fall den Schock ihres Lebens erleben. So. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und der da, der will auf jeden Fall schon mal hier die Falle ausprobieren. Der ist auch ziemlich aggressiv dabei. Warte mal, aber der kennt die Power eines Redstoners noch nicht. Deswegen würde ich mal sagen... Ey, was soll die Scheiße hier? Geh sterben. Lol, was war das denn jetzt? Okay. Ja, also wie gesagt, auf Bäume abbauen und so habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock. Das ist viel zu viel links klicken. Ach, das ist zu anstrengend. Ich glaube, das lassen wir heute erstmal. Ich würde sagen, was machen wir denn? Ich glaube, wir machen erstmal Fotos mit anderen Leuten. Bin Fan. Oh, jetzt ist er weg. Der mag mich wohl nicht. Kann ich aber auch verstehen. Okay, dann will ich erstmal ein Foto mit dem Typen haben. Cartman LP, bin Fan. Also ist echt so, ich liebe seine Videos, Cartman LP. Also, du bist der Geilste. Überhaupt. Sei nicht so arrogant. Ja, kann ja nicht sein, dass der uns nicht zurückschreibt, ne? Warte mal, der da! Hier, hallo! Hallo! Screen! Please! Screen! So, jetzt habe ich erstmal mit meinem Traum-LP ein Foto. Torjäger, auf jeden Fall bester Mann. Oh nee, der mag mich wohl auch nicht. Scheiße. Irgendwie mag mich hier keiner auf dem Server. Ein bisschen schade. Okay, dann. Dann Domtaki. Domtaki. Hi. Der ist ein bisschen aggressiv. Er ist ein bisschen sehr aggressiv. Ein bisschen zu aggressiv, wenn du mich fragst.
Ich glaube, ich rufe die Polizei. Was soll die Scheiße hier? So. Oh, jetzt hat er uns vielleicht. Nee, hat er nicht. Okay, Dauntaki, du bist aber hier nicht so gerade der Allerliebste, ne? Also das kann ja auch nicht sein, einfach hier Leute irgendwie abschlachten zu wollen. Er hat kassiert, wie geil ist das denn? Ja, aber ich meine, mit dem Kid Redstone ist man auf jeden Fall hier der Boss. Das ist ja natürlich selbstverständlich. Okay. Ja, und jetzt geht's hier nochmal ab zur Falle, weil die Falle war ja richtig effektiv und da wurden wir leider wieder weggeportet. Also wir hätten den eigentlich easy geowned, das ist natürlich sehr klar. Ich habe jetzt zwar ein Eisenschwert, aber ich benutze das mal nicht, weil das einfach viel zu einfach ist. Also Eisenschwert generell, ich weiß nicht. Boah, nee. Und dann wieder aus dem Inventar in diese Leiste ziehen, da muss man ja wieder dreimal links klicken. Das ist ja auch wieder voll anstrengend, also ich weiß nicht, ob der Aufwand sich jetzt lohnt. Ja. Das ist mir, ehrlich gesagt, alles ein bisschen, ja, zu anstrengend. Deshalb lasse ich das mal lieber. Ja, diese anderen Sachen kann ich natürlich alle ins Inventar ziehen, aber das ist mir echt zu anstrengend. Also, ne, Freunde, das kann ja nicht sein, ne? So, und jetzt, wo ist hier so ein Typ? Tracker, der Tracker zeigt an 83 Blöcke, weil ich will ja jetzt langsam auch meine Screens hier bekommen, weil dann kann ich die hinterher alle auf eBay verkaufen. Die werden auf jeden Fall ein bisschen Geld einbringen. Da ist Jan Robin. Jan Robin. Fan. Der ist, glaube ich, ein bisschen aggressiv. Der ist ein bisschen sehr aggressiv, wenn du mich fragst. Ja, die waren auf jeden Fall alle ziemlich aggressiv bei der Sache. Aber ist ja jetzt vollkommen scheißegal. Ich meine, ich will ja hier sowieso kein Video machen, weil das macht ja sowieso keinen Bock hier mit YouTube. Nur, ich muss ja morgen ein Video hochladen und deshalb, ja... Egal, habe screened mit meinen Lieblings-YouTubers. YouTubers. Okay, jetzt habe ich wenigstens meine Fotos und kann die gleich alle auf eBay versteigern. Da werde ich auf jeden Fall wieder neben meinem 1 Million YouTube-Money einiges an Geld verdienen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da und... Dann würde ich sagen, wir sehen uns nicht beim nächsten Mal, weil ich meine, wofür schaltet ihr überhaupt ein? Das ist ja alles hier scheiße, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, Leute! April, April! Ja, also, liebe Freunde, das war natürlich alles nicht ernst gemeint. Alle genannten Thesen und Sachen im Video sind wirklich nicht ernst zu nehmen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt alles geglaubt habt oder nicht. Das würde mich ehrlich gesagt wirklich mal interessieren, weil ich habe das schon so ein bisschen offensichtlich vielleicht gemacht. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich möchte wirklich nochmal betonen, dass die Sachen im Video nicht ernst gemeint waren und halt nur zur Unterhaltung heute zum 1. April dienen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal herzlich fürs Zuschauen und lasst so eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, Leute!